weiß, dass ich was tue, wo andere Menschen hinter mir stehen. Das macht einen Riesenspaß und wir sind stark zusammen. Laut war ich bei dem Warnstreik. Ich finde, man kann gar nicht laut genug sein. Das erste Mal war, als ich Azubine war, frisch reingewählt in die JV. Und da mussten wir Jugendlichen uns laut machen, damit unsere Zukunft gesichert wird. Ich bin vorneweg mit dem IG Metallwagen gefahren von unserer Verwaltungsstelle. Und 20.000 junge Menschen im Rücken zu haben, die die gleichen Forderungen haben wie ich, ist schon ziemlich geil. Stärke ist, Wege zu gehen, von denen man vielleicht auch ein bisschen Respekt hat. So ein starkes Wir-Gefühl, dass man gemeinsam was bewegen kann. Wir drei zusammen. Meine eigenen Rechte zu kennen, dass ich aufgrund meiner Tätigkeit nicht benachteiligt werden darf, per Gesetz. Das ist für mich erstmal Grundlage, um arbeiten zu können, um dieses Amt auch voll auszuführen. Wir sind stark, wir sind groß, wir sind laut. Meine Größe, das sind die Leute, die hinter mir stehen. Ich bin 1,59 Meter, aber ich sage mal, ich bin 1,60 Meter. Der größte Erfolg für mich persönlich, Dinge, vor denen ich wirklich Angst hatte, die zu machen, die ich dann trotzdem gemeistert habe, die mich dann jedes Mal ein bisschen größer gemacht haben. Groß gemacht haben mich aber auch als Jugendvertreter die Fehler, die ich gemacht habe. Also als Jugendvertreter, wie jeder andere Mensch auch, macht man eben auch seine Fehler und man lernt daraus. Ich habe Lust auf Herausforderungen. Weil ich habe gemerkt, Wachsen ist ziemlich geil. Meine Lieblingsgroßveranstaltung der IG Metall ist eigentlich jedes Jahr der 1. Mai. Eigentlich, finde ich, macht die Leute groß, dass sie die Möglichkeit haben, ihre Meinung zu vertreten und das auch machen. Und ich finde, das macht Menschen groß. Jung ist vor allen Dingen für mich, nicht in ein Schema reinzupassen. Ich kenne das, ich gehe im Betrieb, bestehende Strukturen, immer dieselbe Leier, immer dieselben Sachen, die wieder hochgekocht werden. Und man kommt als Jugendlicher oder Jugendvertreter dahin mit ganz anderen Ideen, ganz anderen Perspektiven, Blickwinkeln und will die Welt verändern. Und meistens klappt es dann auch. Also ich finde ja, jung heißt Träume haben und alles versuchen, diese irgendwie, wie auch immer, zu verwirklichen. Wir sind der kleinere Teil der Belegschaft. Der größere Teil der Belegschaft ist älter. Der demografische Wandel schlägt auch zu. Der hilft da auch noch fleißig mit. Und von daher müssen wir uns umso mehr zeigen als junge Generation. Wir müssen uns vor allem in Tarifrunden zeigen. Jung ist hier oben. So, wenn man hier drinnen jung ist und niemals aufhört, irgendwas, halt, was einem nicht passt, das auch auszusprechen, rebellisch ist, selber denkt, sich selber bildet, dann ist man auch jung im Kopf. Aktiv bedeutet für mich, gemeinsam Sachen nach vorne bringen. Also man ist auf einem Seminar, macht politische, inhaltliche Arbeit, diskutiert abends noch bis 12, 2 Uhr mit denen über politische Dinge, über betriebliche Sachen, geht einen Monat oder eine Woche später wieder im Betrieb und setzt genau solche Sachen um. Ich habe auf dem letzten Warnstreik auch was gesehen, da hat jemand Banner gemalt. Ich bin so wütend, dass ich dieses Banner gemalt habe. Und das reicht manchmal einfach schon. Den habe ich auch gesehen. Auch sich aufregen, das zeigen, mitmachen. Das ist aktiv sein. Man tauscht sich aus, man vernetzt sich untereinander und genau das macht einen aktiv, dass man da Sachen aufschnappt und die direkt umsetzen will. Und auch das macht mich aktiv, dass die eben, weil Vertrauen kommt nicht von irgendwo her. Das muss man sich verdienen.